Herzlich willkommen, liebe Leute. Heute verrate ich euch, wieso wir auf einem Palettenbett schlafen und warum das unser Sofa ist, warum wir das gewählt haben, weil ich bekomme so viele Fragen dazu und warum wir auf so einer harten Oberfläche, auf so einer harten Matratze schlafen. Das beantworte ich alles in diesem Video. Ich habe es gerade auf Englisch abgedreht, aber viele haben mir geschrieben, dass sie meine englischen Videos gar nicht anschauen. Deswegen mache ich jetzt viel, was ich auf Englisch mache, auf Deutsch. Und ihr müsst es dann nicht doppelt gucken, nur dass ihr Bescheid wisst, könnt ihr natürlich machen. Aber schaut, sucht euch einfach eure Sprache aus, auf jeden Fall. Let's go! Fangen wir erstmal an, wieso überhaupt eine harte Oberfläche? Und da empfehle ich euch sehr mein Video hier oben, 2 Jahre auf dem Boden schlafen, Fazit. Und zwar, auf einer harten Oberfläche zu schlafen hat diverse Vorteile. Und zwar gibt es euch eine Massage, eine Deep Tissue Massage, wie ein Foam Roller. Wenn ihr nicht kennt, das hier ist ein Foam Roller. Damit kann man sich Foam Rollen. Und was der macht, der drückt halt euer Gewebe und eure Muskeln zusammen. Und dadurch werden die besser durchblutet. Und das macht man also für 5 Minuten. Aber wenn man auf einer härteren Oberfläche schläft, dann macht das halt wirklich die ganze Nacht. Natürlich nicht so intensiv, aber auch schon ziemlich gut. Euer Gewebe, eure Muskeln werden zusammengedrückt. Es wird viel besser durchblutet. Es stärkt eure Knochenstärke. Es verbessert eure Posture, also eure Posture. Haltung. Gott, ich bin so dumm. Es verbessert eure Haltung. Und deswegen schlafen wir gerne auf einer harten Oberfläche. Und warum so niedrig? Weil, wie ihr hier auch seht, muss man squatten, also unter parallel squatten, um aufzustehen und um ins Bett zu gehen. Denn in unserer Gesellschaft heutzutage, die ist total sesshaft sitzend, auf jeden Fall sitzend. Wir haben ein Bett, was ungefähr in einer sitzenden Position ist. Wir stehen auf, wir setzen uns auf den Stuhl, wir frühstücken, wir steigen ins Auto, wir sitzen, wir gehen auf die Arbeit, wir sitzen, wir kommen nach Hause, von Fernseher auf die Couch, wir sitzen, wir essen Abend auf dem Stuhl, wir sitzen die ganze Zeit. Wir müssen und tun fast gar nicht mehr unterparallel squatten, also die Kniebeuge machen, wir kommen gar nicht mehr hier drunter und dementsprechend können wir das auch nicht mehr, weil der Körper passt sich an alles an, was wir tun. Deswegen, ich nutze jede Gelegenheit, die ich bekomme, unterparallel zu squatten. Deswegen liebe ich es eben auf so einer Grounded, also sehr weit unten, zu schlafen. Und es fühlt sich für mich auch einfach mega schön an. Es fühlt sich so Grounded an, so mit dem Boden tief. Und deswegen liebe ich das total. Auf jeden Fall, das ist warum wir auf einer harten Oberfläche schlafen. Und natürlich nicht zu hart, weißt du, wir wollen es ja auch bequem haben. Aber halt so natürlich wie möglich. Denn überlegt mal früher, da haben wir so was Weiches auch gesucht und es war halt dann so Gras, weiches Gras oder Blätter oder Erde. Und das ist halt so wie weiches Gras, also super natürlich, nicht unbequem, sondern... Tanja, schläfst du gut? Tanja schläft hier super. Und es ist einfach eine angenehme Härte, aber halt nicht so weich wie die meisten Betten. Die meisten Betten, da versinkt man wirklich und dann... Also ich kann da gar nicht mehr drin schlafen. Wenn man einmal auf was Härterem schläft, eine längere Weile, also es braucht natürlich, um sich dran zu gewöhnen, wie alles im Leben. Aber wenn man einmal ein bisschen länger drauf schläft und ich in einem normalen Bett liege, ich fühle mich so schlaff, ich fühle mich so, als würde meine Muskulatur, meine Knochen gar nicht arbeiten, sondern einfach so abgeschlafft. Und hier fühle ich mich einfach viel aktiver, wach viel aktiver auf und deswegen lieben wir das. Warum kein Lattenrost drunter, warum diese Europaletten? Lattenrost und warum es nicht auf den Boden legen, fangen wir erstmal so an, also auf den Boden legen. Man braucht immer eher also Luftzirkulation unten drunter, weil sonst schimmelt die Matratze, zumindest wenn es ein bisschen kälter ist, so wie hier in Deutschland im Winter. Wir hatten früher in unserer anderen Wohnung Philips Bett und auch unser damaliges Tagessofa, hatten wir auch auf dem Boden die Matratze gelegt. Im Sommer war das kein Problem, aber im Winter, weil man verliert hier immer ein bisschen Flüssigkeit, wenn man schläft, weil man schwitzt ja und dann saugt es die Matratze auf. Und dann, wenn es kalt ist, dann fängt es an zu schimmeln, wenn darunter keine Luftzirkulation ist. Und das hat es auch, wir haben es mal umgedreht, weil wir haben es so sauber gemacht. Und dann war da so ein fetter Schimmelfleck, das war so eklig, wir haben sie sofort weggeschmissen. Das war halt voll der Waste, einfach so eine Matratze, die noch voll okay war, einfach wegzuschmeißen. Deswegen, wenn ihr in Deutschland lebt oder in Österreich oder wo auch immer, in der Schweiz, wovon ich ausgehe, dann braucht ihr Airzirkulation unten drunter und ist auch einfach gesünder für die Matratze. Warum kein Lattenrost? Weil Lattenrost ist auch wieder weich, der macht, egal wie hart die Matratze ist, der macht es wieder weicher, weil er sich eben biegt und anpasst. Grund Nummer 1, Grund Nummer 2. Er bricht. Also bei mir sind schon echt viele Lattenroste, Röste. Was ist die Mehrzahl von Lattenrost? Weißt du es? Lattenroste. Lattenroste gebrochen. Schreibt mal in die Kommentare, was die Mehrzahl ist. Weil ich einfach ein bisschen schwerer bin. Also ich bin nicht dick. Ich habe einfach eine schöne... Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man dann so schnell drauf geht oder so, ist mir öfter einer gebrochen. Und hier, das kann nicht brechen. Das ist wie der Boden. Das ist richtig
stabiles Holz. Also man kann hier richtig mit seinem Hund spielen und richtig drüber laufen. Und es kann nicht brechen. Dann ist es einfach ein schönes Naturmaterial. Es ist aus Holz. Gut, die meisten Latten rosten auch, aber ich finde, das sieht einfach schön aus, weil wir nehmen es auch als Prop für unsere Fotos, wie ihr hier seht oder hier, es sieht einfach schön aus, hat einfach, ich finde, es schafft so eine schöne Atmosphäre, einfach so naturbelassenes Material und deswegen lieben wir das auch, dass es hier so übersteht, weil das ist dann unser Nachttisch, wo wir dann in der Nacht unsere Handys laden, wo wir unseren Tee hier abstellen können, wo wir einfach das nutzen können, um was abzustellen, unser Essen oder irgendwas laden oder so. Richtig praktisch. Und dann müssen wir nicht ein Sofa haben und ein Gästebett, sondern es ist vereint in einem. Und tagsüber ist es hier unser Sofa und nachts ist es unser Gästebett, wenn wir mal Gäste haben. Wir haben es hier zweimal. Wir haben in unserem Schlafzimmer das gleiche, wie ihr hier seht. Oder wie ihr hier seht, wir haben hier das gleiche Setup. Hier schlafen wir und hier ist unser Tagessofa aka Gästebett. Und dann brauchen wir eben nicht ein Sofa und ein Gästebett oder irgendwas zum Ausklappen, sondern es ist schon da und fertig in einem combined. Und außerdem auf dem Sofa, da ist die Position immer schon so vorgegeben. Man kann quasi nur so sitzen oder so im Schneidersitz, aber man kann nicht viele Positionen einnehmen. Und das Problem, sitzen ist ja nicht so schlimm, sondern das Schlimme ist Stillstand. Wenn man sich eben nicht bewegt, dann kommen diese ganzen Probleme zustande, wie Rückenschmerzen, wie Nackenschmerzen, Schulterschmerzen und so. Wenn einfach kein Blutfluss, keine Zirkulation, man sich nicht bewegt, dann Bewegung ist immer key. Die beste Position, in der du sein kannst, ist die Position, in der du als nächstes bist. Und so eine Matratze, so ein Palettenbett sorgt einfach für viele, voll die Vielfalt. Man kann so viele Positionen einnehmen, wie du hier jetzt siehst. Man kann wirklich es auch mega viel zum Stretchen nutzen, zum total aktiven Entspannen als Liegen oder so eine Verbindung aus passiven Stretchen und dabei arbeiten. Oder einfach ganz gemütlich mit einem Kissen dahinter, da angelehnt, richtig schön anabol liegen. Deswegen, es erlaubt einfach die totale Kreativität und Vielfalt an Positionen einzunehmen. Ich will euch das gar nicht verkaufen, ich will euch nur sagen, warum wir das haben, weil ich so oft gefragt werde. Weil irgendwie für die meisten ist das nicht so normal. Für uns ist es ganz normal, weil in anderen Wohnungen hatten wir das ja auch so und wir lieben das total. Und jetzt wisst ihr auch wieso und mich würde natürlich eure Meinung interessieren, wie ihr das findet. Ob wir gestörte Veganer sind oder ob das ganz cool ist. Auf jeden Fall, jeder soll einfach rausfinden, wie er am besten schlafen kann. Schlaf ist so wichtig und find einfach, wie du qualitativ guten Schlaf bekommst. Ich habe immer versucht, den zu optimieren und es auf jeden Fall nochmal richtig optimiert über eine harte Surface, also über eine harte Oberfläche. Mach jetzt viel besser. Ach, ich habe es vorhin schon alles erzählt, auf jeden Fall. Das waren die Vorteile, das waren die Gründe. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace out.